Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Heute wieder mit einer Runenherstell-Session, aber mit einer speziellen Runenherstell-Session, nämlich der vom 3-Jahres-Event. Da gibt es ja, wie ihr wisst, das haben wir ja in dem 3-Jahres-Event, in der 3-Jahres-Event-Folge besprochen, könnt ihr ja hier Runen herstellen im Reiter-Event 3 für diese Punkte, die ihr da habt. Die erste Rune, die ist kostenlos, die habe ich mir schon geholt und alle anderen Runen kosten jeweils 250 solche Münzen und ich habe jetzt noch 3500 knapp übrig, also das sollte kein Problem sein. Die Frage ist nur, was für Runen machen wir? Und ich habe mich heute entschieden, dass ich mich noch nicht entschieden habe. Ich denke, wir werden weiter auf Gewalt gehen, weil auch da fehlen mir noch so unglaublich viele richtig tolle Runen. Also ich habe gute Runen, ich habe okay Runen, aber so richtige 6-Sterne-Hammer-Runen fehlen mir total. So, deswegen legen wir da jetzt direkt los und drücken wir die Daumen, dass was dabei ist. 9 Runen, schauen wir mal. Was haben wir da? Runenfertigung abgeschlossen. Ach so, wir müssen dann ins Postfach gehen. Das heißt, wir drücken jetzt hier einfach 9-mal fix durch und schauen dann im Postfach, was wir bekommen. Na, das ist doch super. Dann machen wir das fix. Zack. 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 So. Ich hätte euch auch die 10. Rune hätte ich auch gerne für euch aufgehoben, für diese Folge hier. Aber, irgendwie hatte ich vergessen, dass ich das aufnehmen möchte und dann habe ich das einfach so gemacht. So, wie auch immer, schauen wir doch mal. Eine Gewaltrune. Was haben wir denn da hier? Zack. Bam. 6 Sterne Defense mit Accuracy und Speed. Wenn die in Speed bockt, ist die super. Dann ist die okay. Also super nicht, aber okay. 6 Sterne, wenn das können hohe Speedprocs sein. Also das ist gut. HP-Rune. Mit Crit Damage und HP. Pff. Naja. Das war wohl nix. 6 Sterne Crit Damage Widerstand. Okay. Dann müsste es zweimal in einen davon brocken. Dass das entweder für einen Heiler oder halt für einen DD was ist. Flat Attack, na toll. Das ist Schrott. Was kommt jetzt? Defense mit HP Substat. Also wenn es in die HP-Prozent brockt, 6 Sterne Defense-Rune. Das kann ein geiles Ding werden. Crit-Rate. 6 Sterne Crit-Rate mit Defense. 6 Sterne, ey. Ärgerlich. Wäre es wenigstens Crit-Damage. Aber na gut. Vielleicht kann man die noch irgendwo verbrauchen bei irgendeinem... Ah, wenigstens Crit Damage als Substat. Okay, okay. Naja. Immer noch keine Rune, wo ich sage, yeah, mega geil, das ist die Rune des Lebens. Die ist gut. Die ist gut. HP-Prozent auf Slot 6 mit Speed als Substat und Crit-Rate. Das kann hilfreich sein. Also es kann eine sehr gute Rune werden. Da beschwere ich mich nicht drüber. Und was haben wir hier? Attack-Prozent 6 Sterne heroisch. Also legendär, nicht heroisch. Crit-Rate, Speed, Crit-Damage, Attack-Rune. Was soll ich sagen? Perfekt. Hier ist eine Rune, wie sie sein muss. Genau so muss eine Rune sein. Diese Resistance, die tauschen wir noch aus gegen HP oder sowas. Und dann ist es wirklich eine absolut geniale Imba-Rune. Wirklich, also... Kommt drauf an, wo es reinprockt, aber guckt mal, die Startstats sind sogar relativ hoch. 6%, 6%, Speed plus 5. Sehr, sehr geile Rune. Sehr, sehr geile Attack-Damage-Dealer-Rune. Wirklich, 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 wirklich geil. Sehr freu. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Da freue ich mich richtig derbe drüber. Okay. Was ich mit euch noch machen würde, damit die Folge jetzt nicht zu kurz wird, weil so 10 Runen ist jetzt nicht viel. Wir stellen gleich noch ein paar Runen ganz normal her. Und ich wollte mit euch nochmal ganz kurz zurück in dieses Jubiläums-Event gehen und euch nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, was noch auf euch zukommt oder auf uns zukommt in den nächsten Tagen. Heute haben wir ja den... Was haben wir heute? Heute haben wir den 22. April. So, dieses Event geht noch bis 30. April. Wir haben heute und morgen noch das Burning Time-Event, wobei das Video seht ihr ja eigentlich erst...
Also eigentlich wollte ich das erst am Montag bringen, aber vielleicht bringe ich es schon morgen, also am Sonntag. Vielleicht, komm, vielleicht seht ihr das Sonntag, das Video, ausnahmsweise mal. Dann kommt Montag keins und erst Dienstag das nächste Video. Das heißt, wenn ihr das Sonntag seht, dann habt ihr quasi den Sonntag noch für das zweifach Burning Time Event, beziehungsweise für das Burning Time Event. Und dann haben wir noch Wünsche 5-mal täglich, tägliche Energiebelohnung. Und dann haben wir noch am 29. Ach, guck mal, das haben die verschoben. Am 29. April, das ist eigentlich das Letzte, das Einzige, was uns noch bleibt, ist diese doppelte Essenzgeschichte. Und zwar am 29. Das haben sie hier gar nicht mehr in der Liste drin. Das haben sie irgendwie verschoben. Wahrscheinlich wegen des Hall of Hero Rückkehrung-Dings. Also, wie ihr seht, viel bleibt nicht mehr, nur noch diese Essenz-Farm-Geschichte. Da müsst ihr zwischen 11 und 12 Uhr und zwischen 19 und 20 Uhr spielen, um halt doppelte Essenzen zu bekommen, falls das für euch relevant ist. Gut, dann schauen wir mal. Viel Mana haben wir leider nicht, aber gucken wir mal, dass wir noch ein paar Runen herstellen können. Wir bleiben selbstverständlich bei Gewalt, wobei, ehrlich gesagt, müssten wir auch mal ein paar Fokusrunen herstellen. Ich würde sagen, wir stellen mal ein paar Fokusrunen her. Viel können wir eh nicht machen, 5 Stück nur. Aber das passt auch mit dem Mana. Warum Fokusrunen? Und zwar brauche ich dringend für meinen Barretta noch gute Runen. Und der ist auf Qual Fokus. Und die Qualruhen, die er hat, würde ich ungern rausnehmen, weil die passen ganz gut. Deswegen würde ich gerne die Fokusruhen austauschen. Und das ist vor allen Dingen auf Slot 2. Oh, was haben wir denn da? HP. Das wäre doch zum Beispiel eine ganz gute Rune für Barretta. HP auf Slot 4. Super. Defense, Speed, Substats. Gut. Können wir also mal in Erwägung ziehen. Aber was ich bräuchte, wäre eine Speed-Rune auf Slot 2. Für Barretta. Denn der hat da eine Speed-Rune auf Slot 2, aber nur 4 Sterne. Speed. Puh. Wenn die in Speed brockt, okay. Ach Mensch. Das sind halt alles so. Sind halt alles Runen. Die können was werden. Die kann nichts werden. Aber müssen nicht. Okay, dann letzte Rune. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Und. Ah, oh, schade. LKP. Ganz ehrlich, ich behalte sie, falls sie in HP prockt, aber ich glaube es eher nicht. Na gut, schade. Gut, dann haben wir das alles besprochen, sind das alles durchgegangen und die Folge ist super kurz. Aber das ist nicht schlimm. Habe ich für euch noch Schwerter, die wir machen? Nein, habe ich auch. Ach, wisst ihr was, dann lassen wir das mal bei so einer kurzen Folge. Und können mal ganz kurz noch darüber sprechen, was jetzt in der kommenden Woche auf uns zukommt an Videos. Was ich gern mit euch machen würde, definitiv ist mal wieder eine Arena-Runde. Wir könnten mal wieder eine Arena-Runde machen. Dann würde ich gern vielleicht einen Monster-Review machen. Ich wurde ja in den Kommentaren gebeten, ein Review zu machen. Vielleicht mache ich das oder zu irgendeinem anderen Monster. Dann würde ich auf jeden Fall mit euch nochmal beschwören, weil ich kann auf jeden Fall hier ein Paket kaufen. Und dann hätten wir noch eine Light and Dark, sind 12, 13, 14, 15, 18, also bis dahin kriegen wir vielleicht so 20, vielleicht ein bisschen mehr Beschwörungsrollen zusammen. Und dann ist das ein ganz okay zum Beschwören. Vielleicht hat ja von euch einer gesammelt, und will, dass ich für ihn als Video beschwöre. Das würde ich sehr gerne machen. Also dann schreibt mir in die Kommentare oder eine Mail, die findet ihr in den Infobereich vom Channel, an welche E-Mail ihr schreiben müsst. Oder einfach einen Kommentar, hey, hier, lass mal beschwör mal für mich. Oder falls ihr mich im Line-Chat addet, einfach nach Mene suchen, müsstet ihr mich auch finden. Gut, dann habe ich noch eine Sache, eine einzige Sache. Und da bin ich jetzt wirklich, da wäre ich euch extrem dankbar für. Ich bin kurz davor, endlich die 50 Abonnenten-Marke zu knacken. Ich liege jetzt bei 49 in dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme. Also bald kommt die 50. Es wird nicht mehr lange dauern. Hoffe ich, denke ich. Und ich wollte euch gern fragen und von euch gern Anregungen bekommen,
Soll ich irgendwas Besonderes machen, wenn ich die 50 Abonnenten sammle? Also sozusagen ein 50 Abonnenten-Special. Und wenn ja, was könntet ihr euch vorstellen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, irgendeine Themenwoche zu machen. Das heißt, jeden Tag irgendein Charakter-Review. Oder ich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, ein Q&A zu machen. Also ihr stellt mir Fragen in den Kommentaren. Ganz viele Fragen auch unter zum Spiel, zu meiner Person, irgendwelche Fragen, die euch einfallen. Und ich werde so viel wie möglich dann in dem Video beantworten. Einfach so, dass ihr mich noch ein bisschen besser kennenlernt und ich vielleicht auch noch so ein bisschen rausfinde, was euch an mir interessiert. So. Genau. Also, wollt ihr ein Special? Wenn ja, was für eins? Und wenn ihr dieses Fragen-Special gut findet, die Idee mit dem Q&A, dann schreibt direkt die Fragen. Alles klar, ihr könnt gerne einen Hashtag benutzen, lasst uns einen ausdenken, sagen wir mal Hashtag Abo50, genau, das passt, Hashtag Abo50. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao.